Was hat hier EA Neues für uns in Formel 1-24 parat? Der erste Blick auf das Gameplay. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob das HUD auch so bleibt, wie wir das gesehen haben. Das war ja im Karrieremodus drin. Bin ich mal sehr gespannt. Wir gucken uns das an. Okay, wir gucken uns das hier ein bisschen an. Sieht erstmal gleich aus mit der Kupplung halten. Regen sieht vielleicht auf der Strecke hier so ein bisschen neuer aus, ne? Dass hier irgendwie die Grafik besser ist, klar. Müssen sie auch machen. Sonst sehe ich erstmal nichts Neues, soweit ich sehe. Wobei doch, die Tribüne ist ja neu. Stimmt, die Tribüne ist neu. Da saß ich auch sogar hier in Belgien. Die war vorher im vorigen Teil nicht da. Mal schauen, ob wir irgendwas Neues noch hier finden. Okay, Wetter sieht schon mal cool aus, aber auf der Grafik spielt wahrscheinlich keiner, ne? Das hier so hoch ist die Grafik. Er rutscht schon mal gut weg. Aber es fährt ja auch keiner in der Innenansicht eigentlich, ne? Sehen wir jetzt nur die Innenperspektive? Was mit dem neuen HUD? Sieht schon cool aus, klar. Man sieht so ein bisschen die trockene Linie, ne? Die Umgebung sieht ein bisschen realistischer aus, würde ich mal behaupten. Aber das ist auch nicht das Wichtigste vom Game, ne? Aha! Jetzt mal Sonic. Und da ist das HUD. Scheiße. Viele in den Kommentaren haben gesagt, das ist gar nicht das Originale, was jetzt kommen wird. Aber da ist es schon wieder im Trailer. Also es muss doch so sein, oder? Da ist doch das neue HUD. Im letzten Video von mir meinten sie, nee, das ist nur so ein Vorstellungsding aus der Beta. Aber es ist schon in zwei Trailern jetzt hier drin, das HUD. Und es überzeugt mich nicht. Mann. Sehen wir sonst irgendwas Neues? Overtake, das ist wahrscheinlich hier die Battery oder was? Nee, das ist die Battery. Eieiei. Hier, Hot Lap kann man auch ganz ausschalten, glaube ich, jetzt mittlerweile dann das ERS. Muss man sich dran gewöhnen, klar. Aber ich fand das alte schon besser. In der Ansicht fährt auch niemand, oder? Also ich kenne keinen, der von außen das Auto fährt, oder? Kennt ihr da jemanden, der das mit außen fährt? Ich meine, man sieht mehr, wer neben einem ist, ne? Und so weiter. Aber das ist doch ultra trash, oder nicht? Aber gut, zeigen sie auch mal. Hier bremst er an. Ja, ich fahre halt so nie, deswegen sehe ich immer nicht. Ich bin da ganz verwirrt vom HUD, muss ich sagen. Das hier ist mehr Auslaufzone, ne? Rechts? Da war ich sonst immer viel, viel näher mit dem Curb an der Wand. Das fällt mir gerade schon mal auf. Weil hier bin ich öfter mal so ein bisschen gegen die Wand geditcht, wenn ich ein bisschen zu leicht mit dem Curb gekommen bin. Aber jetzt ist hier so ein richtiges Kiesbett so ein bisschen. Okay. Okay. Hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Die ganze Strecke sieht anders aus. Hilfe! Auf einmal ist das Spa! Was? Ah, gut, er rutscht ein bisschen weg, ja, kennen wir. Wo ist denn hier die Ecke und alles hin, hä? Ist das denn echt jetzt auch plötzlich so alles neu? Oder war das jetzt einfach im letzten Teil komplett falsch? Hilfe! Hier war doch unsere Ecke-Biest, wo ich hier voll gegengeschöppert bin. Hier ist alles frei! Alles! Hä? War das so falsch im 23er? In echt ist es auch so. Aber haben sie jetzt erst geändert? Wie lange ist es denn jetzt schon so in echt? 3 Jahre ist es schon so. Und jetzt machen die das erst neu. Ach du Scheiße. Das sieht alles ganz anders aus. Seit 2022.
Okay, hier hat sich nichts, glaube ich, so groß getan. Na, also ganz clean fährt er nicht. Oh, Monaco. Monaco im Regen, wieder von innen, okay. Ja, das Sound überzeugt mich jetzt nicht so vom Auto, aber ich glaube, der ist auch mittlerweile nicht mehr so stark. Hier sieht alles gleich aus, ne? Ja. Hier sehe ich auch erstmal nicht wirklich viel Neues in Monaco. Hat es ja nicht viel getan, oder? Jetzt über die Jahre? Ich glaube, hier ist jetzt mal ein bisschen auf den Ozean sehen, aber sonst, die Häuser, ja, ein bisschen die Häuser, ne? Oh, die Yachten sind, glaube ich, ein bisschen neu, oder? Ich glaube, hier standen nicht so viele Yachten sonst. Klar, Monaco immer bekannt dafür, dass jetzt viele immer auf den Yachten da sind. Aber ich glaube, hier waren im letzten Teil nicht so viele Yachten zu sehen. Das wüsste ich, dass hier eine große Yacht steht, das wüsste ich. Das wüsste ich tatsächlich. Irgendwo weiß ich das auch her. Da gucke ich immer drauf, wenn ich hier lang fahre. Ich habe auch Langeweile während dem Rennen. Sorry. Die Yachten sind neu. Eindeutig. Oh, da war auch eine Tribüne, die neu war. Die kenne ich auch noch nicht. Wir gehen kurz zurück. Die riesenlange Tribüne. Was ist das für ein riesen Ding? Wie lang die ist? Die gab es vorher auch nicht. Das weiß ich auch irgendwo her. Ich gucke mal auf die Umgebung. Deswegen weiß ich das, weil die ist auch übel langgezogen. Aber ich glaube, die gibt es in echt sogar. Okay, jetzt diese Perspektive nutzt auch, glaube ich, keiner. Wie spitz das vorne ist. 30 seconds left in the session. Okay, er sagt das jetzt sogar an. Das hatten wir, glaube ich, nicht letztes Mal. Tribüne da oben wieder links. Das ist jetzt alles weiß. Das zeugt nicht davon, dass ich mich wirklich aufs Rennen konzentriere. Mehr Häuser, ja. Drumherum einfach viel Neues, ne? Aber dafür 70 Euro ausgeben, ne? Für neue Häuser drumherum. Klar. Auch die Tribünen sind auch neu links. Nochmal Tribünen links. Sonst tut sie nicht viel. Außer die großen Tribünen. Ja, die Tribünen sind auch 17 Euro wert. Dass man neue Häuser hat ein bisschen, die größere Tribünen, mehr Zuschauer. Das kostet natürlich auch ein bisschen Kapazitäten fürs Programmieren. Und das sind die 70 Euro halt auch irgendwo, ne? Also, die ganzen Tribünen, die jetzt neu dazugekommen sind, die rechtfertigen auch den Preis. Oh. Okay, hier ist jetzt nichts Neues mit der Temperatur. Muss noch nichts verändern, glaube ich. Das war gut so. DRS. Hat sich auch nichts getan. Den Curb kennen wir ganz gut. Die Häuser links sind auch neu. Sind das Häuser? Sind da echt Häuser an der Strecke hier? Gibt's die dann echt? Ach du Scheiße. Da kann man wohnen. Nee, da wohnt aber keiner, oder? Oh, yo. Die sehen schon cool aus, aber direkt hier an der Strait zu wohnen? Naja, ich glaube, es ist wahrscheinlich eher so Airbnb-mäßig. Da kann man sich einmieten für das Rennen vielleicht, ne? Hotel oder so, ja. Nicht viel Neues hier erstmal. Benji, hallo! Können wir ein bisschen skippen? Ich glaube, hier passiert nicht mehr viel Neues. Checkered Flag. Ist das Katar? Boah, sieht ganz anders aus. Das ist Katar, oder?
Was? Ist jetzt gar nicht wiedererkannt. Wie voll ist das gepackt hier mit den Tribünen und allem? Ja, die Tribünen sind auch krass in dem neuen Teil. Die 70 Euro, die verdienen sie sich auch irgendwo. Mit den ganzen neuen Tribünen, da erkennt man das Spiel gar nicht wieder. Das ist ein neues Update. Ich hätte das gar nicht erkannt. Da sind auch ganz viele Tribünen. So viele Zuschauer. Ich erkenne gerade Katar gar nicht. Das sieht ja immer so anders aus. Und so viele Bäume auch. Also das ist ja... Katar ganz anders geworden. Wie sah das denn? Also krass. Da sind wir im Ferrari in Katar, jawohl. Das sieht komplett anders aus. Da hinten noch so ein Gebäude. Da haben sie viel Arbeit reingesteckt, um es drumherum sein, ne? Also krass. Ich meine, okay. Jetzt sieht die Strecke vielleicht schöner aus, ne? Aber sie sollten, wenn sie, jetzt müssen sie halt nur noch die Bugs fixen, ne? Das wäre doch ein Traum. Einfach mal auch die ganzen komischen Scheißbugs mit dem Safety Car und so weiter fixen. Alles mit den Penalties. Weg damit. Dann okay. Aber wenn sie echt jetzt nur einfach das Aussehen gemacht haben, ist scheiße. Weil dann bringt das Aussehen auch nicht viel. Leclerc P10. Was soll das? Q3. Leclerc P10. 49 Sekunden noch. Hoffen wir mal nicht, dass es dieses Jahr so ist. Krass, sieht echt anders aus. Aber ich find's nicht schlecht, also jetzt Katar von dem Sinne her, ne? Macht er noch eine Runde? Nee. Wieder die Außenansicht, die keiner benutzt. Der biegt er ab. Vollkommen verbremst. Sainz, Junge. Okay, das sieht auch noch gleich aus. Gibt's hier was Neues? Da war jetzt nichts Neues. Sofern ich das sehen konnte. Beim Boxenstopp. Jetzt irgendwas Neues noch? Ey, aber die Reifen sind gut warm noch, ne? Die Reifentemperatur ist krass. Wenn man das hier so sieht. Dafür, dass sie frisch draufgezogen sind. 76 Grad schon drin. Okay. Die Fahrer sagen noch was. Okay. Also all in all. Viele Sachen drumherum neu gemacht. Hat ist immer noch das gleiche, was wir auch in der Beta da gesehen haben, ne? Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall testen, das Spiel. Und gucken, wie die sich die Wagen verhalten auch. Die sollen ja sich neu anders verhalten. Da bin ich sehr gespannt drauf.